heute die Anfahrt zur Strecke nicht verpassen. Da wird jetzt gleich wieder. Ich möchte mal wissen, genau, da wird gleich wieder. Ich möchte mal wissen, wie viele Millionen an Euro da gestern auf der Strecke gestanden haben. Ich meine, die wenigsten Autos. Ich meine, es waren auch ein paar günstigere Autos dabei, aber ansonsten war da eigentlich kein Auto unter 100.000 Euro, würde ich sagen. Und wobei 100.000 wirklich die untere Skala ist. Ich denke mal, bei den meisten Autos können wir da noch viel weiter nach oben gehen. Viel weiter, so aufs Doppelte. Und das dann ganz normal 160. Und wir waren ja 160 Autos auf der Strecke und wir haben fast immer freie Fahrt gehabt. Das sind halt dann doch über 20 Kilometer. Und was an Gummi auf der Strecke liegt, das ist auch Wahnsinn. Ey, mein Auto sieht aus, ne, beim Fahren zwischendurch, was man da alles echt auf die Scheibe, auf die Haube geschmissen bekommt. Wahnsinn. Ah, hier, so, ja. Ich glaube, ihr könnt es schon leicht auf der linken Seite sehen, da ist die Strecke. Die Leute fahren da schon in ihre Startaufstellung rein. Und da werden wir auch gleich gemeinsam noch reinfahren. Ja, da steht schon einiges rum. Und wie gesagt, ich ärgere mich selber, dass ich heute ein kleines bisschen später dran bin, aber Treffen ist erst in 15 Minuten. Also ich sage, ich bin spät dran und Treffen ist in 15 Minuten, also das passt noch. Eigentlich brauche ich mir keine Sorgen zu machen, aber ich will ja noch die zweite Cam aufbauen. Und die zweite Cam und irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, auf alle Fälle, mich halt parat machen. So. Und ab geht's auf die Nordschleife. Nordschleife zum zweiten. Ihr seht ja, was hier an Autos ist. Boah, ey. Mega. Mega, 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 mega. So. Und die Döttinger Höhe ist das hier neben uns. Die wird nachher frei gemacht. Wir haben nachher freies Fahren, dann wird die offen gemacht. Und dann kann man da richtig mit Dampf durchgehen. Richtig mit Dampf. So, wir biegen hier ab. Oh, schön vorsichtig, guckt es auch einer entgegen. Oh, mal schauen, ob von meinen Leuten schon welche da sind. Oh, ich denke mal nicht. Ich denke mal, ich bin der Erste und ich habe das Gefühl, ich werde zu spät. Na, ich bin lieber gut vorbereitet, lieber früh dran, als dass ich hier zu spät bin. Von wegen sind ja alle da hier. Sind ja alle da hier. Dann stelle ich mir mal ganz hinten an. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Video von der Nordschleife. Wir befinden uns immer noch beim Sportauto-Präzisionstraining oder Perfektionstraining sogar ist der Name, wie ich hier gerade selber auf meinem Helm lesen kann. Und wir befinden uns jetzt an Tag 2, sind ja weiterhin morgens, vormittags in den geführten Runden. Das Wetter ist weiter wirklich allererste Sahne. Wir haben auch eine Asphalttemperatur, ich glaube von 40 Grad oder so. Also es ist wirklich richtig mega heiß. Wir werden jetzt noch mal ein paar Runden mit dem Instructor fahren. Könnt ihr einfach das Ganze noch mal sehen. Der McLaren hier vor mir, der fällt jetzt gleich erst einmal aus. Motorkontrollleuchte an und noch andere kleine Spielereien. Irgendwie, das hören wir, glaube ich, später noch mal am Ende der Runde. Warum er denn da halt ja beiseite fahren muss leider und die Runde nicht mitmacht. Das ist natürlich immer schade, wenn dann so ein Fahrzeug ausfällt, wenn man ja ein bisschen Nordschleife fahren möchte. Ist das natürlich sehr, sehr frustrierend. Wie gesagt, die Runden selber lasse ich unkommentiert. Ich muss mich nur auf alle Fälle dafür entschuldigen, dass wir, wenn wir die andere Perspektive gleich sehen, ich werde ja mal wieder so ein bisschen zwischen den Perspektiven switchen, sprich halt ja einmal hier vorne in der Windschutzscheibe und dann halt auch hinten vom Cockpit aus, dass man so ein bisschen Lenkarbeit und so weiter mit sehen kann. Nur da ist es massiv überstrahlt außen. Liegt daran, dass ich den Weißabgleich an der GoPro nicht richtig eingestellt hatte. Ich wusste das damit noch nicht, dass man das machen muss und das waren ja meine ersten Aufnahmen auf der Rennstrecke und daher muss man da leider so ein paar Dinge nachsehen. Hier haben wir es jetzt, die Bilder und wie gesagt, wenn da richtig Sonne kommt, dann ist da wirklich nicht viel zu sehen. Auch Tacho und Co. müssen wir leider verzichten. Na gut, hier sieht man den Tacho, aber halt bei den anderen Bildern leider nicht dabei. Aber man beginnt ja mit allem so das erste Mal und lernt dann so die Kleinigkeiten und die Sachen, wo man drauf achten muss. Und das Ganze ist natürlich dann halt auch einfacher zu machen, wenn man nicht, ja, sag ich mal, nur mit der Strecke beschäftigt ist, wenn man dann halt schon den Kopf hat, wirklich sich auch auf andere Dinge zu konzentrieren. Daher geht davon aus, dass die Videos dieses Jahr qualitativ auf alle Fälle hochwertiger werden. Ich wünsche euch viel Spaß auf der Nordi und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.
Thank you.
Ja, ich habe gemeint, das Fahrzeug sei auf Automat und dabei war es auch manuell und dann hat er Begrenzer reingeschaltet. Und dann hat er ein Getriebeproblem und ein Motorproblem. Und jetzt habe ich ihn mal abgeschaltet und jetzt ist wieder keine Fehlermeldung. Jetzt mal kurz auf die Landstraße. Also wir fahren jetzt wieder los. Ja, ihr macht einfach alles.
اسفل نزله. انت مو زين تشوف تركب، مو زين تركب والله. Thank you.
was in den USA.